herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Bremen. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für 50.000 Abonnenten. Ja, wir sind sehr erstaunt, dass es dann doch noch geklappt hat und dass am Ende auch sogar ziemlich schnell gegangen ist. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Abos. Und wir machen heute mal so einen kleinen Rückblick und wollen uns mit diesem Video bei euch bedanken. Ja, und wo wir hier sitzen, auf dieser Mauer oder auf dieser Bank, die hier, ja, hier ist eine Bank. Was ist da passiert, Johnny? Ja, hier fing alles an, also nicht der Entschluss, YouTube zu machen, sondern hier haben wir das erste Video auf diesem Kanal begonnen. Also genau hier. Wir haben uns vorgenommen, dass wir etwa jede Woche ein Video hochladen, so ein Daily Vlog. Das schaffen wir nicht, schon gar nicht in dieser triesten Jahreszeit, wo wir es begonnen haben, im November. Im Sommer wäre es vielleicht kein Problem, aber im November oder in einer trüben Jahreszeit macht man ja auch weniger und darum zunächst erstmal nur jede Woche ein Video. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Kanal. In diesem YouTube-Kanal mache ich das mit meinem Papa, weil es sowas noch nicht bei YouTube gibt und da haben wir uns gedacht, machen wir das mal und ja. Ja, da haben wir noch ein bisschen anders gesprochen. Ich mich auch ein bisschen anders angehört und sah auch noch ein bisschen anders aus. Aber bevor wir uns jetzt hier verquasseln, geht's erstmal los mit dem Video. Hallo! Wir gehen jetzt los. Also wir sind jetzt hier bei der Brücke. Ja, ich packe jetzt auch zusammen. Also ich komme zu euch, fällt man's, ne? Oh, weiß ich nicht, fällt man's? Ja. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja, manche Sachen kann man auch so beibehalten. Zum Beispiel, wie unser Wochenende beginnt. Wir gehen meistens am Wochenende mittags zum Essen. Bei diesem schönen Wetter besonders gerne. Ja, was mir gerade aber auch noch einfällt, Simone war bei den ersten Videos ja noch gar nicht so richtig dabei. Sie hat sich da erstmal so ein bisschen enthalten. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir sie noch rumgekriegt haben, dass sie bei den Videos mitmacht, weil sie einmal sogar in einem Video zufällig zu sehen war. Ich weiß nicht mehr genau in welchem, aber da ist sie während einer Timelapse mit dem Fahrrad durchs Bild gefahren. Das weiß ich noch. Das ist mir neu. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Naja. Ja, und da haben wir Simone auch schon getroffen, hier, wo wir hin wollten, an der Schlachte. Ja, und da wir ja heute dieses Video machen mit so einem kleinen Rückblick, können wir Simone ja mal fragen, wie denn die, wie soll ich das sagen, Simone wollte ja eigentlich erstmal nicht gefilmt werden normalerweise, oder? Das stimmt, ich wollte mich immer raushalten und ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat, dass ich dann auf einmal doch immer mehr zu sehen war. Kann ich gar nicht sagen. Ich gucke auch gerade in Videos zurück, um vielleicht was zu finden, wie es dazu kam. Was wir erklären, was das ist? Kannst du hier auch noch nichts erkennen? Oh, Lego. Sieht du kannst Lego. Mit den Platten kann man verschiedene Sachen bauen. Zum Beispiel als, ich weiß nicht, als Planet oder Todesstern. Und dann kann man seine Lego-Männchen darauf machen. Weißt ach, du? Und dann kann man sie auch. Also so gesagt, so ein kleines. Das kann man alles damit bauen. Ja, cool. Und da kann man die Lego-Leute da reinsetzen. Ist ja cool. Ja, und das ist die Szene dann auch wohl gewesen, wo Simone zum ersten Mal in unseren Videos zu sehen war. Ja, und ich will ja nicht sagen, dass ich direkt kamerascheu war. Ich kannte das ja schon von unseren privaten Urlaubsfilmen und was wir so privat für uns gefilmt haben. Aber ich muss sagen, durch YouTube habe ich irgendwie, na nicht freier sprechen gelernt, aber ich war vorher ein bisschen zurückhaltender bei unseren privaten Aufnahmen und das ist jetzt ein Vorteil, dass wir so regelmäßig filmen irgendwie. Ich bin ja nur noch am Sabbeln hier irgendwie und ich habe mich aber am Anfang bei YouTube, da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, immer ein bisschen lustig gemacht, wenn Stefan irgendwelche Sachen geguckt hat, weil es gab nur eine Zeit, da waren gewisse Ausdrücke immer komplett mit YouTube verbunden, wie zum Beispiel Timelapse und die anderen Begriffe weiß ich leider nicht mehr, aber ich fand es immer lustig oder habe es nicht lächerlich gemacht, aber irgendwie weiß ich nicht. Und jetzt bin ich auch Teil des Ganzen hier und ja, immer öfter dabei. Warum werde ich die ganze Zeit gefilmt? Ich habe auch gar nichts zu sagen. Und du bist der John, du bist auch dabei. Scheint so.
Wir befinden uns gerade auf dem Balkon und da kann man genau zu dem Pool sehen. Und das ist ein total kurzer Weg. Also da muss man nur dahin, dann ist das bei dem Ausgang, dann ist eine Treppe, dann ist da so ein Weg, wo man dann lang geht zum Pool. Und wir waren, also vielleicht habt ihr ja schon die Videos gesehen, wo auf dem Fernseher, wo die so war, wo diese, also mit den Wellen am Strand. Und da, was wir nicht gefilmt haben, ist, wie die Nackten da rumgegangen sind. Aber die, also da waren ganz viele und dann hat Stefan immer Nacktarsch gesagt. Ja, aber das ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Freund hier gefunden und der ist erst gestern angekommen. Und dann geht er heute noch in die Kinderdisco und ich auch. Aber irgendwie finde ich das komisch mit dem Busenhälter hier. Das ist echt pfui. Und Mona hat sowieso schon ihre Sachen auf mein Bett gelegt, auf Kopfkissen. Selbst diese Dinger. Habe ich meine Sachen auch auf ihr Kopfkissen gelegt. Ja, und wir haben uns für dieses Video gedacht, dass wir mal so ein paar Aufnahmen aus unserem privaten Videoarchiv zeigen. Also Aufnahmen, die entstanden sind, lange bevor wir mit YouTube angefangen haben, im Jahr 2016. Und wir zeigen euch mal das erste Foto, das mit John, also unser erstes Familienfoto, ist nämlich ein paar Meter weiter beim Paulanas entstanden. Da waren wir zum ersten Mal alle drei auf einem Foto drauf. Wir sind jetzt schon lange angekommen und trotzdem geht es mir irgendwie besser von der Fahrt, als ich im Auto noch spucken musste. Ein bisschen Angst hatte ich schon da gehabt, aber ein bisschen geweint. Aber sonst alles gut. Tschüss. Ja, das ist hier mein Schnitzel. Wie heißt das auch gleich? Schnitzelkönig XL. Ist das der König? Ja, hier ein Schnitzel, zwei, drei Schnitzel. Wir sind jetzt hier in Grevesmühlen. Unser Hotel heißt Gasthof Altes Rathaus. Und es ist hier perfekt bisher. Guten Appetit. Also, jetzt ist Abend geworden. Ich habe mir gerade die Zähne geputzt und leider ist das hier ein bisschen so scharf, aber ist mir egal. Gerade hat sich hier die Gläser hingestellt, hier, damit meine Eltern nicht immer die immer so immer hinstellen müssen. Und ihr wisst ja noch die Ansage, als ich nämlich spucken musste hier im Auto, aber einen Tag, wenn man einen Tag spucken muss, muss man dann nicht nochmal spucken. Tschüss! Was ich krass finde, ist, wir haben schon quasi damals, bevor wir mit YouTube angefangen haben und Vlogs kannten, wirklich so eine Art Vlogs gemacht, vor allem im Urlaub und sowas, haben wir ständig solche Videos gemacht. Aber bevor wir jetzt dahin skippen, zeigen wir euch jetzt erstmal Aufnahmen von mir, wo ich noch ganz klein war. Und ja, ich möchte gar nicht zurückdenken. Ich schäme mich immer, mich im Kleinen zu sehen, aber ja, zeigen wir es euch mal. Ha ha ha!
So, Essen gehört ja auch bei uns zu jedem Vlog dazu. Ist ja auch so ein kleines Markenzeichen, sag ich mal. Ich habe mir hier einen schönen Camembert, was Sommerliches bestellt. Simone, wo waren wir denn? Ich wollte gerade in der Küche Bescheid sagen, dass ich Hunger habe. Dann sind wir irgendwie aneinander vorbeigelaufen. Und jetzt wirklich? Und wo warst du in Wirklichkeit? Für kleine Mädchen. Ja, bei mir gibt's Chicken Nuggets mit Pommes zum Essen. Ja, ich habe leckere Nudeln, Gemüse, Falafel, Minzsoße, sehr lecker. Den Ketchup gibt es hier umsonst. Kann man sich in Tuben abfüllen, so viel man möchte, und auch wieder nachholen. Gibt es bei uns leider nicht. Bei den Getränken kann man sich auch so oft wiederholen, wie man möchte, bis man den Durst gelöscht hat. Bei der Hitze hier ganz praktisch. Ja, und wenn man zurückblickt auf alte Aufnahmen, ist es schön, dass man das hat, aber teilweise bin ich echt erschrocken. Irgendwie sehe ich jedes Jahr anders aus. Und zwar nicht, dass ich älter werde, sondern irgendwie Frisur so, Frisur so. Und irgendwie muss ich echt sagen, ich sehe jedes Mal anders aus. Wir machen gerade eine Bootsfahrt. Wir haben uns nämlich ein Boot für 4 Stunden gemietet. Und ja, wir fahren auf der Weser. Ja, mir gibt es eigentlich nichts zu sagen. Nur, dass es hier auch sehr bequem ist, weil wir haben hier ganz viele Sitze. Mama hat sich schon hier schön gemütlich gemacht und Papa auch. Wir sitzen da am Steuer gerade und ja, erstmal ein bisschen chillen. Das ist schon fast wie Kraftsport, wenn man das hier so trägt. Das ist wirklich schwer. Das Trinken fällt zum Glück ein bisschen leichter als das Tragen. Und wo wir hier bei alten Geschichten sind, wollte ich mal eine Geschichte erzählen, die mir in Dänemark passiert ist. Dänemark ist ja ein Land, wo das Bier ein bisschen teurer ist als in Deutschland. Mhm. Und wir waren in Blavant im Urlaub. War auch richtig schön da, und in dem Ort habe ich immer gedacht, wenn wir da einmal in den Ort reingehen, irgendwann abends, würde ich gerne auch mal so ein Fassbier da trinken. Und dann, das Bier war echt teuer. Ich glaube, es war damals, das war 1992, glaube ich, wo wir da waren. Kostete damals schon umgerechnet 92? Irgendwie, ich lasse erst mal ausreden. Ja, kostete damals, glaube ich, schon so was wie so um die 10 Euro, sage ich mal, ein halber Liter Bier. Und ja. Dann habe ich mir irgendwann mein Herz gefasst und habe gesagt, wir gehen jetzt mal hin. War ein schöner Sommerabend so. Kaufe ich mir so ein Bier. Habe ich das Bier auch vor mir hingestellt bekommen, habe mich gefreut. Ja, und was ist passiert? Über uns flog eine Möwe, und diese Möwe hat was abgelassen, einen schönen Möwenschiss, und wirklich genau getroffen in mein Bier. So viel Glück kann man gar nicht haben, so viel Pech. Ja, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Hol ich den Schiss da raus und trinke es trotzdem, was so teuer war? Natürlich nicht. Ich habe das Bier in den Blumenkasten gegossen, der neben mir stand. Ja. Und wo ich das gegossen habe, das haben Leute gesehen, viele Leute. Die müssen auch gedacht haben, spinnt der jetzt? Ja. Ich habe mir natürlich gleich ein neues bestellt. Also die Leute müssen gedacht haben, der Typ spinnt total. Gießt das
neue Bier, frische Bier in den Blumenkasten. Ja kaum angetrunken, ne? Es war nicht angetrunken, es war frisch. Ja. Es war frisch. Naja, so mancher denkt das vielleicht auch heute noch. Was? Was meinst du? Der spinnt. Ja, achso, nein, aber pass auf, das war nicht 92, da war John noch ganz, ganz klein, da waren wir mit deinen Eltern in Dänemark im Urlaub und die haben immer zu uns gesagt, ach geht doch mal, wir passen auf John auf, geht doch mal alleine irgendwie abends mal hier und das haben wir dann genutzt. Ja. Ich würde mal sagen, schnell trinken, bevor von da oben was kommt. Ja, ja, also ich sag ja, also wir haben es, wie gesagt, letztens hat uns ja der Vogel hier irgendwie auf die Terrasse geschissen. Wir haben es irgendwie damit. Ja. Mmh. Grüße vom Pelikan, was? Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Der klebt schon. Ne, wirklich, das macht Mama in so einem Fall. Da kann man wieder mal sehen. Die Jugend hat keine Lebenserfahrung. Kein Problem für mich. Ja, cool, für einmal geht das, aber das geht doch nicht immer. Bitte sehr. Ja, was habe ich jetzt vor? Ich habe gestern ganz schön Vogelschiss hier ans Auto bekommen, während wir geparkt haben. Und ich werde jetzt mal so das, ich glaube ganz weg kriege ich das nicht, aber ich werde es so wegmachen, dass es mich am Griff nicht nervt und ich die Tür unbeschwert öffnen kann. Natürlich ist das hier Wasser. Wäre schön blöd, wenn ich da Getränke drüber gießen würde. Ah. Es wird schon feucht. Jetzt kommt was Witziges. Warte mal, jetzt kommt noch was Wichtiges, was Witziges auf der Straße, nämlich. Hier heiratet jemand. Ein Euro, ja. Das ist in Bremen so ein Brauch, was überall so ist. Dankeschön. Viel Glück, ne? Dankeschön. Achso, wer ist es denn? Er da. Jerusalem. Achso, er. Ah, okay. Ja, er heiratet. Ja, ist klar. Das ist in Bremen so eine Sitte, wenn man heiratet, macht man einen Junggesellenabschied. Das ist auch überall so, keine Ahnung. Da fährt man nochmal so rum und hat so einen Junggesellenabschied, da muss man Sachen verkaufen gegen Geld. Die haben jetzt hier was gekauft. Was gibt's denn hier? Johannisbeer. Und ja, er hat doch Glück gehabt. Manche müssen auch in so einem komischen Kostüm durch die Gegend gehen, wo man so kaum drin atmen kann. Wir sind ein ich muss mal eben unterbrechen, ich hab Durst. Ja, ich habe auch Durst. Wir probieren jetzt gerade mal ein neues Bier, ein Spalter, was auch immer das ist. Ich denke mal, das ist regional hier. Werde ich gleich nochmal gucken. Und ja, zu essen haben wir uns auch gleich typisch bayerisch bestellt. Zeigen wir gleich. So, bevor es gleich wieder Ärger gibt und Kommentare. Simone hat eben gesagt, wir haben uns was Bayerisches bestellt. Das stimmt sicherlich in Simones Fall. Was ja, ich habe Schupfnudeln bestellt. In meinem Fall ist es wohl was Fränkisches, nämlich das Schäuferle. Hier ist es. Und Johnny, was hast du bestellt? Eine Cola. Und was zu essen? Ach, nicht. Warum nicht? Naja, weil ich mir gleich noch beim Mc's vielleicht ein Menü holen werde, damit ich noch Hunger habe. Aber nee, Stefan wollte ja unbedingt hier essen gehen und ja, dann halt nach dem Essen. Ja, wir hatten aber schon jetzt zweimal Burger King hintereinander an den letzten beiden Tagen. Jetzt wollten wir auch mal im Restaurant was Leckeres essen. Ja, also zweimal Burger King war mir auch zu viel, dann brauche ich auch einmal McDonald's jetzt. John war shoppen. Das hat er nicht von mir. Andererseits, das, was er geshoppt hat, hat er schon von mir.
Was? Ja, zeig, was gab's? Ein Buch. Zeig mal, was hast du geschockt? Ein Batman-Comic. Ich bin ja ein großer Batman-Fan. Ich will noch nicht so viel reingucken, weil ich mich ja selber nicht spoilern will. Ja, das Ganze habe ich mir gekauft, weil ich, wie gesagt, ein großer Batman-Fan bin und ja, mich das am meisten angesprochen hat. Das war so das fetteste Buch, was ich dort finden konnte von Batman. Und bei mir ist es immer so, also wenn John sich was zum Lesen kaufen möchte, was er leider nicht so oft macht, wie es mir lieb wäre, bezahle ich das gerne, muss er nicht von seinem Taschengeld machen. Und ich habe noch so diese Erinnerung, ich habe einen Lieblingsonkel, alleine unter anderem auch deshalb, also es ist eine coole Socke, aber auch deshalb, ich weiß immer noch in meinen Grundschulzeiten, ich konnte vor der Schule, konnte ich schon lesen und immer wenn mein Onkel mich von der Grundschule abgeholt hat, überraschenderweise wusste ich immer, der fährt mit mir noch in den Buchladen und ich darf mir ein Buch aussuchen. Das war damals das Größte für mich irgendwie, also ja, das sind so Erinnerungen irgendwie einfach schön und ich freue mich, dass schon auch gerne liest. Hast du das gehört? Deine Mutter war so schlau, die konnte schon vor der Grundschule lesen. Konnte nicht mal ich. Es ist echt peinlich mit euch hier, bin ich ganz ehrlich. Gut, komm her, was kann man so sehen? Such du mal was raus, ich will mich nicht spoilern. Ich würde sagen, gut gemalt, gutes Papier. Wie teuer war das Werk, wenn ich fragen darf? 45 Euro. Gut, dass ich beim Friseur auch zugeguckt habe, wenn John die Haare geschnitten wurden. Dann kann ich jetzt ein bisschen versuchen, das so ähnlich zu machen. Versuchen. Schatten wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe das ja nicht gelernt, aber das merkt man. Wie rum man die halten muss, ehrlich gesagt, mit den Zacken hier. Ich glaube hier. Lass einen. Nein, John, das ist alles gut. Ja, ja. Stefan, sag doch mal hier hinten, ist doch gut. Who's calling? Mama Ellen, ja, warte mal andersrum, sagt sie gerade, als du. Ach so, ich habe so gehalten. So? Ach so, ja, okay, mache ich dann auch gleich mal. Simone, du... Es ist doch gar nicht schlimm. Lass es einfach so. Nein, ich kann das, John, keine Angst. Ich kann das. Du hast es auch schon so oft gemacht, ne? Mache ich bei mir auch mal im Pony. Ja, und was ist draus geworden? So möchte ich nicht aussehen. Dafür habe ich ja genug Scheren. Oh. Oma! Oma! Was ist passiert? Oma! Oh. Ja, es ist passiert, was passieren musste. Ja, und zwar, nein, das ist nicht böse gemeint. Es hat sich jemand eingemischt und hat gesagt, ich halte das Ding verkehrt rum und jetzt habe ich es andersrum gehalten und dann ist das Schneideergebnis natürlich auch ein anderes. Aber keine Panik, ich krieg das hin und die Haare wachsen, wie gesagt, so schnell. In 3 Tagen sieht das auch ganz anders aus. Ich verspreche es euch, also ist nicht schlimm. Nein, ich kann das, John, keine Angst. Vertrau mir. Das habe ich schon aufgehört. Guck mal, Stefan, sag doch mal hier hinten, ist doch gut. Hallo, ich wollte nur Bescheid sagen. Wir behalten das Gerät noch ein paar Tage länger, weil ich die Kante, die ich da reingehauen habe, dann, wenn es ein bisschen nachwächst, nochmal angleichen muss. Ist das in Ordnung? Ja, Johnny hat keine Lust mehr hier zu bleiben. Er will nach Hause gehen jetzt. Daumen, Kameraübergabe und... Ja. Also hier Stimmung. Ach, das sieht wieder lustig aus. Ja. Ich habe zu Hause auch Stimmung, weil da habe ich meine Ruhe. Also ab geht's nach Hause und ja. So, ich bin hier gerade in der Küche, habe mir was Kühles zu trinken gemacht und ja, was hier nebenbei noch läuft, ist ein TikTok-Stream. Also mache hier nebenbei noch einen Stream und ja, wenn ihr TikTok habt, könnt ihr uns dort auch gerne folgen. Wir machen zwar nicht so regelmäßig etwas, aber ab und zu und
ja, ich genieße jetzt erstmal leckeren Holi. Na, jetzt kommen wir zur Arbeit. Ist da jemand krank? Kann sein, dass... Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bis Mittwoch? Ist das denn dann wieder alles... Ach, die Heizung ist kaputt. Okay, also Mittwoch um 8 Uhr muss er wieder zur Schule kommen erst. Müssen wir auch noch jemanden anrufen oder machen Sie das alles? Okay, ich sage Ihnen Bescheid, also Schule ist morgen und übermorgen fällt die Schule aus und man muss am Mittwoch erst wieder kommen zur Schule um 8 Uhr. Alles klar? Was? Was? Dann hat er wieder was Schwein gehabt. Du gibst auch mit deinem Urlaub! Ich habe zu John gesagt, als es geklingelt hatte, Papa muss bestimmt zur Arbeit, da ist jemand krank geworden. Wir haben was Ähnliches. Ja. Setz dich hin. Ja, setz dich hin, hier, bevor du vom Hocker fällst. Boah, setz dich hin. Was? April, April! So stimmt. Gemein, oder? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht, April. Ich bin ja gerade erst aufgewacht. Oh Mensch. Der Witz war gut, oder? Mhm. Hast du was geahnt? Nee, absolut nicht. Habe ich dran gedacht. So. Stream ist zu Ende. Stefan ist hier. Und ja, ich merke gerade, wie dumm ich bin. Ich bin ja nach Hause gegangen, damit ich ein bisschen meine Ruhe habe und in Ruhe den Comic lesen kann. Nur habe ich den Simone mitgegeben, da sie den besser transportieren kann. Und Stefan, willst du was sagen? So ist er halt. Dumm. Ja, ich habe mich eigentlich voll gefreut darauf, weil was ich halt am Batman, also am DC-Universum viel besser finde als an Marvel, ist halt das Düstere, Ernste und dass es in DC auch viel öfters dazu kommt, dass mal ein... Todesfall passiert, dass es irgendwie ein bisschen beängstigender macht, auch wenn die neuen DC-Filme auch ein bisschen so ins Lustige gezogen sind und Stefan ist irgendwie sehr angestrengt, weil ich höre die ganze Zeit ein. Ich bin gerade die Treppe hochgelaufen und den weiten Weg habe ich gemacht von der Schlacht bis hierher. Und außerdem, war ein bisschen zu viel für den alten. Außerdem kann ich natürlich zu dem Thema Batman nicht so viel sagen, außer dass ich die Filme gut finde. Ja, vernünftige Meinung. So, jetzt Terrasse. Und da stehen wir auch auf der besagten Terrasse zum Ende dieses Videos. Wir sagen nochmals danke. Du auch mal bitte. Vielen, vielen Dank. Für die 50.000 Abonnenten und für alle die, die jetzt bis zum Ende des Videos durchgehalten haben, haben wir auch noch ein Gewinnspiel. Was gibt's zu gewinnen? 3,50 Amazon-Gutscheine. Man kann aber nicht alle drei zusammen gewinnen. 3,50 Euro. Gutscheine. Richtig. 3 Gutscheine à 50 Euro von Amazon. Man kann aber nicht alle 3 gewinnen, sondern man kann jeweils 1 gewinnen. Und warum gibt es 3? Weil 3 Personen hinter diesem Kanal stehen. Stefan. John. Und Simone. Genau. Ich muss gerade wirklich kurz überlegen, ob ich Simone oder John sage. Ich weiß nicht warum. Der Moment war einfach komisch. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt an die eingeblendete E-Mail-Adresse und schreibt uns darin bitte als Bedingung, wie lange ihr uns schon guckt. Und wie auf uns aufmerksam geworden seid. Richtig. Genau. Das würde uns sehr interessieren. Und das ist alles. Glück. Viel Glück. Viel Glück. Ja. Und ein bisschen großkotzig. Auf die nächsten 50.000 vielleicht. Ja, vielleicht, genau. Aber auch nur. So, und jetzt, jetzt war's das. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Also, wenn auch dieses Video euch gefallen hat, lasst einen netten Kommentar da. Oh, ich hab Feierabend. Einen Daumen nach oben. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich kann die Ansage immer noch nicht. Also, macht's gut. Ciao, ciao.